Ja, servus und moin moin, hier ist wieder euer Danny. Ich habe heute von der Sierra Nevada Brewing Company aus Chico, Kalifornien, das Beer Camp Tropical IPA mitgebracht. Sierra Nevada dürfte euch eigentlich wahrscheinlich allen Begriff sein. Also die mit dem Sierra Nevada Pale Ale haben die das zweitmeistverkaufteste Craft Beer in den USA, direkt nach dem Sammy Adams Boston Lager, auf dem Markt. Das wird auch schon seit 1980 gebraut. Die Brauerei selber wurde 1979 von Ken Grossman dann auch gegründet. Und ja, ist eigentlich aus einer Hobbybrauerlaune auch entstanden, wie so die ersten Brauereien in den USA alle entstanden sind. Und ganz am Anfang war es auch ein ziemlich zusammengeschustertes Brauereisystem, was sie da gehabt haben. Haben sie, glaube ich, 50.000 von irgendwelchen Freunden geliehen und damit dann die Brauerei aufgemacht. Und heutzutage ist es die siebtgrößte Brauerei in der USA mit 800.000 Barrels, was sie im Jahr ungefähr machen, und 450 Mitarbeitern. Ja, das Biercamp, da lädt eben Sierra Nevada dann immer dann verschiedenste Bierenthusiasten dann ein in die Brauerei und macht mit denen dann ein Bier. Und das Beste, was dann in diesem ganzen Jahr dann immer gebraut wurde, wird dann im Frühjahr eben in der Special Edition dann auch dann auf den Markt gebracht. Und man sieht hier, man hat da so auch ein bisschen mit Neonfarben dann gearbeitet. Dann auch, das springt einem natürlich auch gleich dieses Bier ins Auge. Ich habe es hier mal direkt eingeschenkt. Das ist jetzt unser Spiegelau IPA-Glas, was wir hier haben. Und unten die Rillen, wenn da das IPA drüber läuft, dann wird es nochmal schön aufgewirlt. Und dann kommt nochmal dieser volle Hopfengeschmack, der hier dann auch drin sein soll. Sollte dann auch hier jetzt dann kommen. Eldorado-Hopfen ist viel drin jetzt in diesem Bier. Das riecht man dann auch wirklich. Es kommen direkt einem diese tropischen Fruchtnoten dann. Von ein bisschen Mango, Maracuja, geht so ein bisschen in die Ananas-Richtung. Ja, so ein wirklich wahres Tropifrutti-Aroma. Finde ich schon mal sehr, sehr, sehr schön. Und auch im Geschmack. Also das ist wirklich hinten raus fast gar nicht. Ja, ein bisschen eine leichte Bittere hat man hinten, aber nicht so bitter wie so ein typisches IPA, wo dann hinten einem schon alles zusammenzieht, sondern diese Fruchtnoten, die dominieren auf jeden Fall. Sind auch wieder genauso am Gaumen diese ganzen tropischen Früchte mit dabei, die ich gerade eben schon aufgezählt habe. Hinten raus diese Bittere ist sehr angenehm, gut zu trinken, passt jetzt auch sehr gut wieder in den Sommer rein. Dadurch, dass es nicht zu bitter ist, kann man da auch wieder so mal ein, zwei davon trinken. In der Sommer mit 6,7%, da zwar ein bisschen stärker, sollte man dann aufpassen, dass da nicht die böse Alkoholkeule dann von hinten kommt. Aber ansonsten finde ich das ein ganz, ganz schönes IPA, sehr rund auch und auf jeden Fall auch mal eine Alternative zu dem Torpedo zum Beispiel von Sierra Nevada, das doch hinten raus ja ziemlich bitter ist. Also ich würde sagen, es ist direkt so anzusiedeln zwischen dem Pale Ale und dem Torpedo bei Sierra Nevada. Sagt ihr mir doch auch, wie ihr es findet, schreibt es mir drunter in die Kommentare oder sagt mir, welches Bier ich als nächstes testen soll. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ciao! Beispiel zum sommerlichen Salaten dann oder zum leicht fruchtigen Dessert.